Guten Tag. Mit eurem Kamera aus, ich werde die Waffe sehen. Ich darf jetzt vorne löschen. Ich glaube, es war Ende November, wo die ganze Easy-Redaktion vor einem riesengroßen Rätsel gestanden ist. Es ist uns ein Video zugespielt worden im Internet. Es geht um die neue Weihnachtswerbung vom Warenhaus Manor 2017. Und zwar geht es um einen kleinen Bub, der etwas aufzeichnet auf einem Zettel, was er sich auf Weihnachten wünscht. Und es wird niemand so richtig schlau daraus. Nicht mal der Sammy Klaus kommt raus, auf was er sich auf dem Zettel ganz genau handelt. Der ganze Betrieb steht still, bis seine Frau ihm den Tipp gibt: Geh doch mal im Manor. Dort wird dir geholfen. Das Personal weiss sofort, um was es geht. Aber am Schluss dieser Werbung, wir als Zuschauer, wir werden im Dunkeln gelassen. Für uns wird nicht ersichtlich aufgelöst, um was es sich ganz genau handelt. Das haben wir vom Easy Magazine natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Darum haben wir in mühseliger und kostspieliger Arbeit ein 1:1 Replika von dieser Kinderzeichnung nachahmen lassen. Und damit gehen wir jetzt in Manor und wissen, was wissen ihr, was wir nicht wissen. Ich suche das Produkt. Super. Wissen Sie, was das ist, oder? Nein. Ist es ein Produkt? Ja, das ist, mein Sohn hat das gezeichnet und hat gemeint, ich komme es da über. Ja. Am besten mit der Spielwarenabteilung wirklich eine Runde mehr. Gut, wir probieren es dort. Auf dem Weg in die Spielwarenabteilung ist mir aus dem Augenwinkel dann sofort aufgefallen, dass wir beschatten werden. Und in der Spielwarenabteilung angekommen, hat sich das als ein Riesenfallen herausgestellt. Der Sicherheitsdienst hat dort schon von uns gewartet und uns aufgefordert, alles unser Material, das wir dort gerade verdeckt aufgenommen haben, sofort zu löschen. Und das war dann auch der Moment, wo wir sagen mussten, okay, da sind wir etwas richtig Grossem dran. Dann haben wir uns einfach gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Aber eigentlich ist es auf der Hand gelegen. Wir fahren auf Basel, in den Hauptsitz von Manor und stellen die Verantwortlichen im Zentrum der Macht. Also man muss sich das so vorstellen, man kommt in das Manor-Gebäude rein. Es ist ein Koloss von einem Betonbau und die ganze Stimmung da drin ist eigentlich schon auf Einschüchterung ausgelegt. Selbst im Gebäude drin, auf jedem Screen, der Weihnachtsbot 2017. Ja, man hockt dann dort und wartet. Es gehen einem alle Szenarien durch den Kopf, was jetzt gerade passieren könnte. Und auf einmal tut sich etwas. Grüezi wohl! Sind Sie Frau Caligari? Frau Caligari, ja, ich freue mich. Wir kommen extra von Zürich. Wir haben eine ganz spezifische Frage an Sie. Wir haben eine 1:1 Replika natürlich anfertigen lassen von dieser Kinderzeichnung. Ihre Werbung suggeriert uns da etwas, was Ihre Mitarbeiter irgendwie nicht einhalten können, Frau Caligari. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das ein ganz spezielles Produkt ist, das die Wünsche von den Kindern erfüllen kann. Wochenlange Recherche bei Easy Magazine. Und wir stehen wieder am Punkt Null. Das Einzige, was man eigentlich sagen kann, ist, die Werbeindustrie die verarscht uns am laufenden Band. Gut, ist im Kasten. Super, hätten wir das. Tipptopp. Ja, wenn du schon mal da bist, wie immer, Easy Magazine unbedingt abonnieren. Neu auch hier auf YouTube. Und falls du das schon gemacht hast, tut es uns leid für die Störung.